in dem Moment sind wir alle enttäuscht. Mich hat sehr gefreut für die Jungs, wenn es dieses 1:0 rübergebracht oder den Sieg rübergebracht hätten. Ist uns leider dann, ja, ganz kurz vor dem Schluss haben wir dieses Gegentor leider nehmen müssen. Wir könnten davor durch Ebi das 2:0 machen, müssen wir es sogar machen. Das erste Tor war wunderschön in einem schwierigen Spiel, wo wir einfach, ja, uns lange Zeit sehr, sehr schwer getan haben. Haben wir dann dieses fast erlösende Tor gemacht. Ja, und dann müssen wir diesen Sieg einfach drüber bringen. Und dann hätten wir noch dieses Endspiel am Samstag gehabt. Und das schmerzt natürlich jetzt sehr im ersten Moment. Aber wenn man es sachlich nüchtern betrachtet, dann muss man sagen, die Tabelle lügt nicht. Nach 21 Runden stehen wir in der Qualifikationsgruppe. Hartberg ist verdient oben. Wenn man einfach nur jede vierte, fünfte Runde gewinnt, dann ist das einfach zu wenig, um in der Meistergruppe zu sein. Wie kriegt man in so einer Situation die Enttäuschung aus den Köpfen der Spieler und des ganzen Vereins? Oder geht das sowieso nur durch Siege? Naja, gut, wir müssen jetzt sofort nach vorne schauen. Wir brauchen jetzt dann nach dieser ersten Enttäuschung dann nicht irgendwo in Traurigkeit versinken, weil wir es uns einfach selbst zuzuschreiben haben. Und die Tendenz stimmt, wir hatten einfach einen zu schwachen Beginn. Und ja, jetzt müssen wir aus dieser langen Unentschieden-Serie eine Siegesserie machen und das ist jetzt unsere Aufgabe. Und dafür müssen wir einfach in vielen Bereichen einfach Luft nach oben und da müssen wir jetzt diese Entwicklungen vornehmen. Du sprichst ja, nach dem Spiel hast du in verschiedenen Interviews auch schon gesagt, du sprichst von einer unentschieden Mannschaft und sie muss zu einer Siegesmannschaft werden. Wie schafft man das? Ja, ist schon mal gut, dass wir jetzt einmal erreicht haben, dass wir sehr, sehr schwer zu besiegen sind. Das hat man ja deutlich gesehen in den letzten Runden. Wir hatten ja in den letzten 5 Runden auch gegen vorwiegend Teams gespielt, die vorne dabei stehen, sind schwer zu schlagen. Aber trotzdem müssen wir einfach schauen, dass wir diese guten Phasen, die wir immer wieder in einem Spiel haben, dass wir die einfach über viel längere Phasen des Spiels spielen können. Und dass diese jungen Spieler, die sich immer mehr auf einem guten Niveau stabilisieren, dass diese weitere Schritte nach vorn machen, trotzdem die arrivierten Spieler weiter vorangehen, weil wir brauchen diese gute Altersstruktur auch in der Mannschaft. Das ist extrem wichtig. Und ja, und dann müssen wir einfach nächste Woche schon beginnen, punkten, so viele Punkte wie möglich mitnehmen, nach der Teilung mal schauen, dass wir sofort von hinten wegkommen. Und dann gibt es ja nur ein Ziel, diese Qualifikationsgruppe zu gewinnen. Ist das für die jungen Spieler sozusagen, wenn man das jetzt positiv betrachten möchte, sogar ein Vorteil, in der Qualifikationsrunde zu spielen, weil es vielleicht vom Druck her weniger ist? Oder ist der Druck sogar stärker und ist es eine Charakterprobe? Ich sehe jetzt, wenn ich mal alle Mannschaften anschaue, vielleicht ist natürlich Salzburg und LASK, die sind schon ein bisschen voran. Aber wie gesagt, wir haben auch gut mithalten können in gewissen Phasen schon. Das hat natürlich auch uns Selbstvertrauen gegeben. Wird auf keinen Fall leichter sein unten. Also, ja, ich sehe kein großes Leistungsgefälle innerhalb der Liga. Und ja, im Prinzip müssen wir unten die Partien gewinnen und weiß nicht, dass das weniger Druck sein soll, wie den wir bis jetzt gehabt haben. Wie kann als logischer nächster Schritt der Umbau der Mannschaft, den du immer wieder angesprochen hast, vorangehen? Wenn man jetzt wenn man auf die letzten 8 Monate zurückblickt, dann hat man für eine Mannschaft, die in der Saison steht, schon extrem viel Umbau vorgenommen. Also wir haben zuerst ständig versucht, an der Spielsystematik zu justieren, haben dann, glaube ich, Ende oder Beginn November etwas gefunden, das ganz gut zur Mannschaft passt, das ganz gut zu unseren Spielertypen passt und ja, haben dann auch viel Personal verändert immer wieder. Ich denke schon, dass auch wichtig ist, hier was Personal, was Spielanlage betrifft, einfach auch Stabilität reinzubringen. Und das Ganze kriegt natürlich mit Siegen dann eine unglaubliche Triebfeder. Und die müssen wir uns erarbeiten, aber gleichzeitig auch erspielen.